Hallo zurück zu Warcraft 3, The Frozen Throne. Ich bin diesmal, sage ich euch gleich, Nachtelf. Nachtelf finde ich einfach geil. Ich finde einfach den Demon Hunter immer noch cool. Und ich habe letztes Mal gesehen, dass der Bär, der Druid of the Claw, wie auch immer der heißt, der kann sich in diesen Bären verwandeln. Und der geht wohl übel ab. Der macht wohl den Ultra-Damage und hat irgendwie Arsch voll Leben. Und dann dachte ich mir, hey, warum zum Teufel renne ich rum mit diesem blöden... mit diesem blöden Bogenschützinnen, wenn ich mir doch gleich diesen tollen Bären schnappen kann. Entsprechend steht das jetzt ganz groß auf meiner To-Do-Liste. Bär schnappen. So. Hier. Moonwell, klick. So. Und ich brauche den komischen, den Ancient hier, den da. So. So. Soweit, so gut. Wenn du fertig bist, diesmal breche ich es mal nicht ab. Und wenn du fertig bist, gehst du auch Holz abbauen. So. Mach noch ein Gold und dann gehst du direkt ans Holz. Hervorragend. Du bist Gruppe 3, dein Wegpunkt ist da vorne. Du bist Gruppe 4, dein Wegpunkt ist da vorne. Und wir brauchen noch eins von den Teilen. Von den Wispiesleys. So, 40 Holz brauche ich für einen zusätzlichen Moonwell. Naja. Geht gerade eher schlecht als recht mit dem Holz aus. Deswegen. So. Und. Demon Hunter. So. Komm schon. Ich brauche noch einen Moonwell. So. Jetzt müssen wir kurz pausieren mit den Arbeitern, weil wir einen Archer brauchen. Wenn die mal das Gold dran schaffen würden. So. Einmal Archer. Dann gehst du Holz abbauen. Gut. Na, soweit so lustig. So, Holz. Moonwell ist im Bau. Nicht genügend. Könnte sogar just in time fertig werden. So ein Ding braucht 20 Sekunden und das Ding braucht noch 20 Sekunden. Perfekt, als hätte ich halt die Build-Order drauf. Aber hallo. So, und sobald du fertig bist, noch ein Moonwell. Endlich bekommen wir unsere Rache. So. So, und du nimmst das Ausweichding und Angriff. Alle Mann voll Angriff voraus. So, und sobald du fertig bist, gehst du das abbauen und noch eine Bogenschützin. Geht zusammen bitte. Den. Lauf du mein Leben. So. Jetzt vielleicht noch ein Bogenschütze. Und dann werden wir versuchen, möglichst schnell auf Tier 2 zu kommen. So. Da kommt die gute Dame. So, hervorragend. Dann gehen wir direkt da hoch. Ein bisschen zusammenführen. Erst den, dann den großen. So. Dann warten wir und upgrade. So. Okay, dann spielen wir hier mal ein bisschen rumlaufen. Oh, das wird eng. Puh! Das war mir ein bisschen zu eng jetzt. So. So, heilen. Moonwell. Und sobald du fertig bist, wieder an den Baum. Und hier hätte ich gern das Upgrade-Gebäude. Dann an den Baum. Wir müssen handeln. Gut. Würde reichen. Zuerst den Magier, dann den, dann den. Lass mal den vorbeilaufen. Zeig den Weg. Lauf um euer Leben!
So, komm schon. So, heilen. Nehmen wir noch eine Bogenschützin. Ist gefährlich, immer in der Nähe von dem Ding zu stehen, weil, naja. Meine Klinge verfügt über mich. Ich bin bereit. Und noch eine Bogenschützin. Komm auf Intelligence, ja, nehmt trotzdem. Na? Yay! Meine Klinge dürstet. Heilen. Night Vision. Wir müssen handeln. Auf euer Zeichen. Rasch. Oh oh. Obwohl ich verdammt sein werde. Abflug. Obwohl ich verdammt sein werde. Endlich. Das waren nämlich beide Armeen. Nein, nein, das sind beide Armeen. Wir brauchen bitte einen davon. Und noch einen davon. Weil, wie gesagt, der Bär übel drauf ist. Achso, und wenn wir gerade dabei sind... Es ist mehr Holz erforderlich. Mehr Holz erforderlich. So, die Bogenschützen bitte. So. Verfügt über mich. So. Und eine Goldmine wäre gut. Es ist mehr Holz erforderlich. So. Ist mehr Holz erforderlich. Ja, 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 ja. Immer die mit ihrem Holz. 75 Wochen, ne? Du gehst mal bitte voran. Den da. Bogenschütze macht Platz. Ist nicht für den Nahkampf gemacht. Du auch nicht. Cross of Attack. Tomb of Agility. Perfekt. Was kostet so ein Baum? 185, oh Schande. Warum kosten die Dinger auch die sekundäre Ressource? Das ist total strange. So. So, wir nehmen einen Bären. Schon mal. Und dann... noch ein davon. Können wir noch einen Bären? Nein, können wir nicht. 80 Holz braucht der Scheißteil. So, zwei Bären. Wie sieht's aus? Die sind wahrscheinlich längst tot, ne? Wir könnten aber die hier meucheln. Mana Stone. Geh mal ein bisschen spazieren. Mach dem Platz. So. So, lala. Du gehst jetzt mal runter und baust mal diesen komischen Baum hier. So, Baum. Und ihr latscht da hinterher. Denn wir brauchen das Upgrade. Oh nein, ich glaube, für das zweite Upgrade braucht man Tree of Eternity, ne? Ganz schön teuer, der Spaß. Blöde Bären. Tree of Eternity kostet 200 Holz und 330 Gold. Dann machen wir mal. Los. So, in der Zwischenzeit können wir mal... Naja, brauchen wir nicht. Oh, da. Hallo? Da, geh da hin. So. Ich würde sagen, in der Zwischenzeit können wir das Archer-Ding erforschen und noch einen Bären können wir nicht. Attacke! So, doch noch ein Bär. Wenn der uns jetzt in den Rücken fällt, dann geht es uns echt übel.
Doktor, der kann es nicht casten, weil die im Weg stehen. Irgendwas geht hier voll ab. Da, den. So, sauber. Unsere Zeit. Ich bin doch schon dabei. Was meint der denn, was ich gerade treibe? So. So, 3 darüber. Und jetzt können wir das Bärenform Master Training Dings machen. So läuft das gut. So läuft das gut. Und du machst nochmal ein Moonwell. Komm. So. Und dann machen wir das Upgrade. Research Wellspring Teil. So, hier machen wir mal ein bisschen was kaputt. So. Haben wir eine zweite Base. Sehr gut. Bisschen Holz. So. Könntest du bitte, weiß ich, diese Moonwells, wenn die heilen, stoppen die Units. Ultra nervtötend. Danke, danke. So, und das Teil machen wir auch. Und die Bären. Ich zeige euch mal, was ich meine. Der hat jetzt 21 Schaden bis 30 mit 580 Leben und eine Rüstung. Wenn ich dann die Bärform angehe, hat er 3 Rüstungen und 960 Leben. Meine Kraft gehört euch. Lauf weg, lauf weg, lauf weg. So. Wir müssen handeln. So, und dann hätten wir noch gern 2 Bären. Und das bärische Upgrade. Und wenn wir eigentlich beim Thema Upgrades sind, dann nehmen wir vielleicht noch eins von den Teilen. Nein, ich hab mich verklickt. Nein, sag mal, ich treffe jetzt das Teil nicht. Du gehst danach hier hin. So. Klingt ja nicht besonders angenehm. So. Wir müssen handeln. Soweit, so gut. Ihr zwei. Ich mache mir auch zu einem Bären. Du bleibst so. Wobei, mach du auch Bär. Ich bin bereit. Ich warte auf euch. Ein paar Fernkämpfer. Die Bären können nämlich auch dieses Roar machen. 25% mehr Damage ist halt schon ziemlich geil. Dieses Upgrade und... Na komm. Dieses Upgrade. Endlich. Obwohl ich verdammt sein will. Da liegt ein Mana Stone. Die Zeit ist gut. Inventar ist voll. Gut, dann nimmst die Attack Claws, gehen mal darüber dann. Na, wobei, gib ihr noch das Teil. Und dann kriegst du eins von den Dingern. So. Na, gib ihr noch eine von den Claws. So. Waffen-Upgrade für die Bären. Noch mehr Bären. Mehr Bären. Wir werden angegriffen.
Zwing ist aktiv, gut. Was ist jetzt los? Ah. Wir haben leider die Druiden in Nicht-Bärenform verloren. Das heißt, wir haben gerade keine Heilung, es sei denn, wir verzichten auf einen Bären. Aber ich bin gerade eher der Meinung, wir prügeln da einfach durch. Einfach mit volle Kanickel durch. Insofern sich da jemand mal dazu bequemen würde. Rageweed. Sehr gut. Quit habe ich gemeint. Ah. Ja, einfach durchmöbeln. Komm schon. So, du. Werd mal wieder zum Dings. Kasten da drauf. Kasten da drauf. Kasten da drauf. Und ein Bär von geht nicht. Noch ein Bär. Ja, geht so. Zurück und zurück zum Bären. So. Panzerungs-Upgrade. Damit machen die Bären 30 bis 56 Schaden mit 7 Rüstung. 7. Ja. Friss den mal. Will der wirklich von mir davonlaufen? Mehr Bären. Fressen. Fressen. Are you fucking serious? Aber hallo. So. Bärige Angelegenheit. Bis zum nächsten Mal. Achso, wenn es euch gefallen hat, ne? Ding, ding. Bis zum nächsten Mal.